So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Und letztes Mal haben wir die 4 Titanen-Missionen hier außenrum erledigt. Ja, und jetzt können wir in die nächste Hauptmission reingehen. Es ist alles getan, was wir tun konnten. Ich wähle ganz kurz die Charaktere aus. Zelda auf jeden Fall. Anstatt Revali würde ich dann Mipha reinnehmen. Ich möchte für alle nur das Beste. Und anstatt Teba. Also rein vom Level her, ne? Ja gut, dann wäre Revali eigentlich schon trotzdem die Wahl. Impa. Impa ist auch ganz gut. Impa ist auch ganz gut. Machen wir es so. Ich müsste nicht mal mit Link spielen. Also man kann hier mit jemand anders als Link spielen. Aber ich meine, das ist der Hauptcharakter. Natürlich spielen wir mit Link. Ab dafür. Auf geht's. Meine, würde man nicht Link spielen? War die Kraft der Versiegelung in Zelda erwacht. Würde man nicht mit Link spielen, dann wäre er wahrscheinlich halt als NPC mit dabei. Mehr noch, selbst die Jägerbande, eigentlich erbitterte Feinde unserer Helden, hatten sich nun mit ihnen verbündet. Das gesamte Volk von Hyrule stand gegen seinen übermächtigen Gegner vereint. In diesem Moment wurde eine dringende Nachricht aus der Hateno-Festung überbracht. Auf dem vergessenen Plateau kämpften versprengte Truppenteile Hyrules verzweifelt gegen eine feindliche Übermacht. Ohne zu zögern brach Zelda auf, um ihnen zu Hilfe zu eilen. Okay, wir verteidigen, also beziehungsweise wir retten das vergessene Plateau. Ein Plateau im Süden der Ebene von Hyrule, die Steinfelder. Ach so, das ist schon hochgefahren. Ich dachte, das fährt zuerst hoch, aber das ist schon oben. Ach so, das ist immer oben. Ja gut, ergibt Sinn. Ja, sind zu Fuß kaum passierbar. Ja, wie kommen wir dann da hoch jetzt? Die Schlacht will kein Ende nehmen. Wir müssen schnell handeln. Aber verehrte Prinzessin, es ist zu weit. Um zu Hilfe zu eilen. Ja. Ich habe tolle Neuigkeiten. Wir porten uns hin. Da. Der Turm. Oh. Das Terminal dort oben hat Zugriff auf die Steuerung im Schloss. Ich habe etwas damit herumgespielt und ich habe es geschafft. Alle Schikatürme wurden aktiviert. Yippie! Also, nichts wie rauf auf den Schikaturm! Auf den Schikaturm? Jetzt mit verbesserter Teleportierfunktion. Verbessert? Geht das so einfach? Total einfach. Dank der mysteriösen alten Technik, die in dieses Ding eingebaut ist. Kurz gesagt, wir sind jetzt in der Lage, sofort zu jedem Turm in Hyrule oder an einem anderen Ort zu springen. Also los. Und da sind wir schon auf dem vergessenen Plateau. Ja, moin. Ach so, es ist ja wieder eine neue Mission. Das heißt, ich muss Krog sammeln. Ha! Okay. Ganz vergessen. Rettet die hylianischen Truppen. Wahrscheinlich muss ich da jetzt aufpassen, dass die nicht komplett draufgehen und so weiter. Ah, die Truhen sind jetzt schon eingezeichnet. Stabil. Okay, ich muss nur die Krogs suchen. Die Truhen sind einfach eingezeichnet von Anfang an. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Finde ich ja fast ein bisschen schade. Kann man das deaktivieren? Nö. Okay. Ist mir nur gerade so gekommen, weil, ne, theoretisch einmal suchen wäre eigentlich ganz cool. Und beim zweiten Mal dann halt, ne, aber so kann ich die Truhen jetzt praktisch gar nicht mehr verpassen. Hm, naja, gut. Also einmal hätte ich sie schon ganz gerne gesucht. Aber ich kann ja noch die Krogs suchen. Das Lustige ist natürlich, teilweise werden Krogs bei Truhen sein. Ah.
Genau! Wo soll ich eigentlich jetzt hin? Unterstütze die Hyrule-Hauptmänner. Ja, dann, Zelda. Ach, ist schon bei einem. Mifa. Du dahin. Impa. Du dahin. Ah, ich gehe in die falsche Richtung. Der ist da hinten irgendwo. Ja, wir sind ja unterwegs. Ja, das meine ich, ne? Die sind nämlich... Genau, da geht's los. Hier ist die Party. Bin schon da. Gut, das war das. Damit haben wir den ersten unterstützt. Und dann, ups, das habt ihr gar nicht gehört. Und dann kann ich jetzt zu Zelda wechseln. Wo ist die denn? Gehst du zu dem Hauptmann, du Nudel? Ich bin doch schon da, hä? Ist doch gar nicht mal so. So, alle weg hier. Zack. Und tschüss. So, damit haben wir den auch unterstützt. Impa, Mifa. Hä, wo ist denn Mifa hin? Oh, Mifa ist zu dem, wo Zelda ist. Das war natürlich dumm. Mifa dahin. Dann erstmal Impa. Witzig, dass Impa gerade wieder den Wächter bekommen hat. Das passt ja zu ihr. Na toll, jetzt habe ich es ausgebraucht, jetzt ist es wieder vorbei. Ah, dumm. Hallo. Was ist jetzt los? Okay, wir gehen hier mit, um den Schrein zu aktivieren. Okay. Ja, ich bin ja, bin doch dabei, denen zu helfen. Chill mal, Spiel. So, weg mit dir und dann zurück zu Mifa. Mifa ist jetzt hoffentlich auch bei dem richtigen Hauptmann angekommen. Mifa, ich würde es versuchen. Jawohl. Und Mifa bekommt auch den passenden Gegner, nämlich einen Feuermagier. Lull. Und tschüss. Zack. So, das waren die drei. Okay. Habe ich jetzt mal ein bisschen Zeit, mich umzugucken? Die Truppen der Jägeroffiziere kämpfen gegen irgendwen, irgendwas. Sie haben Probleme, den Schrein zu erreichen. Schnell helfen ihnen. Nee, nix schnell. Ich will mich jetzt mal umgucken. Besiege die Truppen des schwarzen Hinox. Ja, kann ich jetzt erstmal chillen? Oder muss ich jetzt schnell machen wieder? Ich würde gerne jetzt erstmal chillen, wenn es okay ist.
So, hier ist nix weiter. Also hier habe ich nichts weiter gesehen. Okay. Gehen wir mal außen rum. Weil da hinten ist sowieso eine Truhe. Ah, hier ist so ein Ding. Tschüssikowski. Der Jugendoffizier. Okay, ich muss den Jugendoffizier retten. Alles klar. Aber die sind alle da in der Mitte. Dann kann ich da einmal mit Link hin. Ach, Link ist eh schon dort. Ja, dann auf geht's zu Link. Oh, stabil. Sind wir tatsächlich mitten im Gebiet gelandet. Ah, super. Und tschüss. Das reicht nicht. Das war nicht so cool. Das schon. Und tschüss. Da hinten ist einfach die Kathedrale. Ist schon cool, hier zu sein. Das hat nicht getroffen. Sehr gut. Ah, zu niedrig. Bomben, Bomben. Zu spät. Passt aber. Er geht auch so down. Ach, komm schon. Alter, bin ich gerade zu dumm? Geht doch. So. Darf ich mich jetzt mal nach Krox umgucken? Silberner Leune wurde auf dem Schlachtfeld gesehen. Ja, das ist ja okay. Der darf ja nicht sein. Der darf ja da sein. Ist ja alles in Ordnung. Kein Problem mit. So, hier ist auf der Treppe was. Ich besiege jetzt keinen silbernen Leunen, aber der ist da oben, okay. Der soll sich mal nicht so haben. Folgt ihr mir jetzt? Oh no. Okay. So, es wird schon keine Eile haben, den zu besiegen. Ich muss mich jetzt endlich mal ein bisschen umgucken und ein bisschen mal hier... Ich habe noch nichts. Ich habe von den Sammelsachen noch nichts. Das ist nicht ganz das, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier ist so viel Gemüse, ich weiß überhaupt nicht, ob da ein Koch dabei ist. Das ist halt wieder so eine ganz offene Karte. Da wird es echt schwierig zu unterscheiden, was ist was. Die hat so schön geleuchtet, die Truhe. Ich dachte, da ist was drin. Gut, es war ein Fass, aber egal. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier oben lang.
Da ist doch bestimmt was. In der Truhe ist doch bestimmt ein Grog. Schade. Die nehme ich zwar auch, aber das ist nicht, was ich gesucht habe. Okay, ist hier irgendwas? Nö. Oh, hier Grog suchen wird echt nervig. Ah, da hinten ist eine Truhe. Ah, und ein Grog. Siehst du, die Sache bei den Truhen sind auch Grogs. Sehr schöne Geschichte. Das ist natürlich praktisch, wenn mit den Truhen auch Grogs kommen, ne? Das ist an sich... Oh, Schatzsäbel. Da müssen wir wieder gucken, ob der stärker ist als der, den ich bisher habe. Dann würde ich den direkt wieder wechseln. Jawohl, Loot vom Gras. Zack, Spurtechse. Leider wächst im Gras kein Honig. So, okay, dann haben wir das so ein bisschen abgeguckt hier. Das ist jetzt mehr so ein Ding, aber wir gehen mal kurz rein. Man weiß ja nie. Habe ich euch jetzt gerettet, dadurch, dass ich zwei Gegner besiegt habe? Was seid ihr denn für Lappen? Okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Okay, weiter. Hätte mich jetzt auch gewundert. Yo! Chillt mal eure Basis. Holy moly. Okay, gehen wir mal nach hier weiter. Aber offenbar habe ich jetzt wirklich Zeit, mich umzugucken, weil es wird die ganze Zeit nichts jetzt irgendwie angedroht von wegen der und der fällt gleich schnell, beeil dich, los, los. Der Jägeroffizier ist zu blöd zum Kämpfen, der Hyrule-Hauptmann ist zu blöd zum Kämpfen. Du musst dahin, sofort, go, go, go. Alles gut, keine weiteren Meldungen hier. So. Okay. Trotzdem fällt es mir echt schwer. Oh, ja, das ist so ein Ding. Trotzdem fällt es mir echt schwer, hier den Überblick zu behalten, ne? Wo jetzt was ist und so weiter. Das ist schon nicht so einfach. Wo ich schon war vor allem. Aber wir kriegen das hin mit der Zeit. Wir müssen uns nur ein bisschen umgucken. Ist halt eine neue große Map. Die braucht etwas Eingewöhnungszeit. Aber das Plateau ist halt nun mal auch groß. So, jetzt sind wir hier an der Ecke angekommen. Entschuldigung. Ja, das Suchen macht halt auch wieder müde, ne? Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Da drüben komme ich gar nicht hin. Okay, hier war nichts weiter. Nee, hier war nichts weiter. Okay. Dann weiter am Rand entlang, würde ich sagen. Da kommen wir gleich zur nächsten Truhe. Vielleicht ist ja bei der Truhe auch wieder ein Kroggy. Die Truhe sehe ich schon mal. Ein Opal. Aber Kroggy ist nicht dabei.
Okay. Okay. Aber damit haben wir dann dieses Stück hier auch soweit durchgeguckt, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Da unten waren wir gerade mit Mipha. Da brauche ich jetzt auch nicht nochmal reinrennen. Dann haben wir jetzt den Kurs gleich abgesteckt. Weil dann haben wir da vorne ist immer auch gewesen. So. Jetzt gehen wir aber nochmal hier rum. Dass wir das auch wirklich geklärt haben. Sieht aber gut aus. Kämpft da Mipha? Nee, Zelda. Okay, auch in Ordnung. Okay, in dem Baumstamm ist bestimmt ein Grog drin. Nicht! Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Na gut. So. Dann gehen wir jetzt erstmal hier durch die Meute durch. Bah, mein Kabel. Ich bin wieder verheddert. Geh einmal um diesen großen Baum hier rum. Es ist halt wirklich so, von der Offenheit der Karte ist es echt schwierig, so genau zu wissen, wo war ich schon. Wo habe ich mich noch nicht so genau umgeguckt. Hier war ich, glaube ich, schon. Ja, hier bin ich doch gerade hochgekommen, ne? Ja. Eigentlich bin ich hier gerade hochgekommen, aber hier war ich noch nicht. Insbesondere war ich dann auch hier noch nicht. Ah, okay, jetzt wird es langsam bei Koga eng scheinbar. Hm. Na gut. Na gut, Koga, ich komm mal. Ich weiß ja grob, was ich mir angeschaut habe und wo ich nachher weitermachen kann. So. Das war nicht, was ich wollte. Das schon. Schade. Das hat aber gepasst. So, okay. Kann ich jetzt mich weiter umgucken? Der Schrein des Lebens wurde erfolgreich aktiviert. Okay. Jetzt können wir zur Zitadelle gelangen. Ja, nee, jetzt noch nicht. Das ist alles dann von dort aus. Ja, okay. Aber dann kann ich mich hier in dem Waldgebiet nochmal umgucken. Begib dich zum Shika-Turm. Okay, das wird jetzt ja wohl offensichtlich keine Limitation beinhalten, bis wann ich da dort sein muss. Ah, hier ist zu viel los, ich sehe nichts. So.
Aber hier sehe ich auch keine weiteren Krocken. Also ich hoffe jetzt mal, dass nicht hier in dem Wald einfach random plötzlich ein Krok versteckt ist. Das wäre eigentlich ein komisches Versteck und ziemlich dumm und sehr ungewöhnlich. Aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Ja, vor allem weiß ich jetzt halt wieder nicht, wo ich schon war. Ach, Käse. Ja, hier war ich, da ist ein Baum umgefallen. Oder? Nee. Ah, jetzt kommen wir hier rum. Ah, ich verstehe. Okay. Dann haben wir das soweit gesehen. Tja, okay. Ist hier irgendwas noch auf dem Feld da? Also auf diesem... Ja, was heißt Feld? Aber... Auf dieser Fläche. So, da ist der Baum, wo ich gedacht habe, in dem Krok ist ein... In dem Baum ist ein Krok drin. Was leider nicht so war. Was mich bisher ja jetzt immer noch wundert. Aber gut, es war halt nicht so. Da drüben waren wir. Also hier scheint nichts weiter zu sein, würde ich jetzt mal sagen. Würde ich jetzt einfach mal so abschließen, dieses Gebiet, und sagen, hier ist nichts weiter. Ich hoffe, damit liege ich richtig. Alles andere, Entschuldigung. Wäre ärgerlich. Okay. Ja, die Sucherei macht müde. Es ist echt traurig. Vor allem, wenn man nichts findet. Okay, also hier ist eigentlich auf dem ganzen großen Feld nichts weiter, würde ich jetzt sagen. Dann schließen wir dieses Feld jetzt mal ab und gehen wieder runter. Hier unten müssen wir uns noch ein bisschen mehr umgucken. Haben allerdings auch schon einiges gesehen. Aber vor allem hier um den Weg rum müssen wir noch ein bisschen schauen, ne, was hier so an der Seite und so weiter ist. Und hier so bei dem Wagen. Sieht aber auch okay aus, würde ich jetzt sagen. Hier scheint auch nichts mehr zu sein. Nee, hier ist auch soweit alles okay. Da oben war die Truhe und der andere Krok. Und hier ist auch nichts mehr. Okay. Entschuldigung. Also dieses... Was ist denn jetzt schon wieder los? Hilfe. Wo denn? Warum denn? Da drüben. Okay. Also es hat ja mit dem Turm gar nichts zu tun, oder wie? Doch, es hat mit dem Turm zu tun. Ach, scheiße. Na gut, dann gehen wir erstmal zum Turm. Ist ja in Ordnung. Ich gehe ja schon zum Turm. Ah, vorher hole ich mir die Kiste da hinten. Und da könnt ihr auch noch, also auch da könnt ihr hinten ein Krok sein. Das würde ich natürlich sehr begrüßen. Wenn hier nicht nur jetzt eine Kiste rumsteht, sondern auch ein Krok. Steht aber nur eine Kiste rum. Mit einem antiken Riesenkern. Na gut. Moinetwäsche. Moinetwäsche. So, dann gehen wir hier mal runter. Aua. In dieses Feld rein. Ah, das ist so riesig, die Map, ne? Eieiei. Aber helfen wir erstmal dem Hauptmann. Wo ist er denn? Da, bei dem Turm. Link! Ich bin ja schon da. Wo ist jetzt die Party?
Hä, welcher Hauptmann ist in... Hier ist gar kein Hauptmann in Bedrängnis. Ja, dann gucke ich mich erstmal weiter um. So weit, so gut. Ja, wo denn? Es blinkt aber nur da an der Stelle. Woanders ist ja nichts. Ah. Jetzt hat sie ihn auf der Karte kurz angezeigt, aber jetzt ist er wieder weg. Wo denn? Welcher Hauptmann? Ich sehe nichts. Nein, wo denn jetzt? Wo denn? Da hinten irgendwo. Wieso zeigt es auf der großen Karte nicht an? Oder zeigt es auf der großen Karte an und ich erkenne es nur nicht? Es wäre halt schön, wenn man es auf der großen Karte mal sehen würde. Ich laufe mal irgendwo hin. Da hinten. Ja, der vielleicht. War der gemeint? Aber es wäre halt schön, wenn man den einzeichnen würde. Lel. Der Armer ist jetzt hier. Wir müssen es alle besiegen, dass der sagt, okay, es ist fein. Bist du jetzt happy? Nein, bist du nicht, weil da immer noch zwei sind. Bist du jetzt happy? Man weiß es nicht so genau. Ah. So, jetzt will ich jedenfalls nichts mehr hören. Jetzt holen wir uns erstmal schnell die Truhe da drüben. Wie komme ich denn da? Hä? Ach, die ist ganz woanders. Da komme ich so gar nicht ran. Also diese Karte ist komplett... merkwürdig. Was ist hier denn alles los vor allem? Holy shit. Hä? Wo denn? Mann. Ach, ich wusste doch gar nicht wo. Ah. Oh. Käse. Ja, welcher? Wo muss ich jetzt neu starten? Ah. Die Truhe da habe ich jetzt noch nicht. Los! Ich versuche mal, die Karte jetzt klein zu lassen, dass ich sehe, wenn es den Hauptmann anzeigt, wo der ist. So ein Quatsch. Da hoch gehen wir später. Ich meine, die Map ist ja cool. Es ist ja gerade nur nervig wegen der Suche. Ah, hier sind auch Hauptmänner übrigens. Ganz viele sogar, aber da kann es ja eigentlich nicht sein. Hier ist ja überhaupt nichts los.
So, weg mit dem ganzen Quatsch hier. Okay, hier ist auch nichts. Da ist der Turm, gegen den ich dann sowieso gleich kämpfen muss. Also nicht gegen den Turm, aber halt, ne, wo ich hin muss. Es sind halt so viele Gegner, dass das Suchen hier echt nervig ist auch. Heieieiei. So, aber die Map an sich ist cool. Gar keine Frage. Die Map ist richtig cool. Die Sucherei ist halt nervig. War der Hauptmann vielleicht auch gemeint? Keine Ahnung. Der wird nicht als Hauptmann angezeigt. Im Moment meckert ja auch keiner. Also keine Ahnung, wo der sein soll. Sobald er meckert, versuche ich die Karte klein zu machen. Dann sehe ich, wo er ist hoffentlich. Das einzige Problem ist ja, dass ich nicht wusste, wo ich hin muss, um dem zu helfen. Ich hätte ja auch Leute hingeschickt. So ist es ja nett. Ich habe ja drei. So, jetzt gehen wir hier mal weiter hoch. Ich meine, hier ist auch nochmal richtig viel Party. Da komme ich wahrscheinlich auch storytechnisch noch hin, ne? Gar keine Frage. Aber ich würde mich halt schon gerne jetzt schon mal da umgucken. Das heißt ja auch, hier oben ist eine Truhe. Die würde ich auch gerne schon mal mitnehmen. Oh, hier kann man rüber. Oh, ist das ein Alternativweg dann da hoch? Ach du Schande. Okay, den gehe ich später auf. Den gehe ich später ab, den Weg. Das ist okay. So, da ist jetzt die Truhe. Bernstein. Ist ja auch ein Krog in der Nähe. So, wo? Da hinten bei der Kathedrale. Ja, da war ich überhaupt nicht. Also doch rüber. Einfach bei der Kathedrale ein Hauptmann, der überhaupt nicht... Der passt überhaupt nicht in den Story-Abschnitt gerade rein. Ich so, wir müssen zu dem Turm. Und bei der Kathedrale geht der Hauptmann drauf. Okay. Ich kann mich jetzt halt nicht vernünftig umgucken, weil ich schnell dahin muss. Wo ist es überhaupt? Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich bei dem Tor. Ach, jetzt bin ich da. Jo, wie komme ich denn da am blödsten? Dann gehe ich hier hoch, okay. Aber ich muss da erst... Oh, ist das eine Sackgasse? Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ah, nein. Jetzt nehmen wir das ganz kurz ein. Jetzt nehmen wir das ganz fix ein. Vielleicht hilft es ja auch. Ich weiß es nicht. Ich glaube es zwar nicht. Aber wie komme ich denn zu dem Hauptmann hin? Ich muss da hinten rum irgendwie. Yikes. So, das ist jetzt schon mal meiner. Ja. Wenn ich hier durchgehe, müsste ich hinkommen. Ach so. Wait, ist hier eine Sackgasse? Ah, ja, cool. Stabil. Hä, wie komme ich da hin? Oh, ganz außen rum. Ach du Scheiße. Okay. Ah, oh, den nehme ich auch noch schnell mit. Komme ich hier durch? Nein!
Das ist auch wieder nur ein... Ah, oh, ganz, ganz außenrum. Na, ich bin ja... Ich weiß ja, ich bin doch gleich da. Ich muss hier nochmal raus. Ich muss hier raus. Ich... Ja, ich verstehe das Problem. Ich habe das Problem verstanden. Ich bin gleich da. Ich wusste nur nicht, wo du bist. Ich schaff's nicht rechtzeitig. Never ever. Wait! Wo dir in Bedrängnis ist, ist ein Baum davor. Ich komm da noch nicht hin. Ich muss also schnell genug den Turm machen, dass wir diesen Weg hier frei bekommen. Na, ich kann auch die anderen da gar nicht hinschicken. Weil der Weg ist zu. Ja, das war's komplett. Scheiße. Hier hinter wär's. Es gibt keinen Alternativweg dahin. Nee. Ich meine, ich habe zwei Crocs gefunden, das ist gut zu wissen. Die muss ich mir merken. Aber dann müssen wir wirklich erst den Turm machen. Ich komme nicht hin. Ich habe keinen Alternativweg dahin. Ja, ich habe keinen Alternativweg. Ich kann gucken, schnell zum Turm zu gehen und den Turm zu machen, um da vielleicht was auszulösen, aber ich glaube, das war's. Das dürfte es ziemlich sicher gewesen sein. Link! Aber was heißt eigentlich, begib dich zum Schickerturm? Ich bin ja hier, was soll ich tun? Also was soll man hier tun am Schickerturm? Alles erledigen? Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir werden es gleich wissen. Kann ich irgendwas machen? Kann ich irgendwie speziell zum Schickerturm? Nee. Ich bin hier. Kann den Schickerturm abfeuern. Hier. Nimm dies, Schickerturm. Ja, ich bin da, aber was soll ich tun beim Schickerturm? Ach, teleportieren. Oh, wait. Gibt's jetzt einen Teleport darüber? Ach so. Deswegen... Ah. Verstanden. Jetzt sind wir hier drin. Und jetzt kommt nämlich der Hauptmann ins Spiel, den ich retten soll, der eigentlich... Oh, verdammte Mist. Ja, okay. Aber ist er jetzt resettet worden? Also... Nein, er ist nicht resettet worden. Okay, also erst zum Turm, Hauptmann retten und so weiter. Okay. Im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen.